Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal. Dein Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Mein Name ist Horst und in diesem Video möchte ich euch gerne den Beruf des Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen vorstellen und damit vielleicht dem einen oder anderen eine Entscheidungshilfe geben, ob er diesen Beruf erlernen soll oder nicht. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Zunächst sei gesagt, dass der Kaufmann für Spedition und Logistik früher Speditionskaufmann hieß. Da dies schneller ausgesprochen werden kann, werde ich in diesem Video auch immer vom Speditionskaufmann sprechen. Und bevor mich jetzt aufgrund des Videos jemand verklagt, möchte ich gerne zu Beginn darauf hinweisen, dass ich einzig und allein aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form dieses Berufes in diesem Video verwenden werde. Es sind jedoch stets Personen männlichen, weiblichen und sonstigen Geschlechts gleichermaßen gemeint. So, nachdem ich nun vielleicht den ein oder anderen Rechtsanwalt enttäuscht habe, starten wir mal mit den Aufgaben und Tätigkeiten eines Speditionskaufmanns. Da wäre zunächst die Disposition und Organisation von Transport- und Logistikdienstleistungen. Spediteure organisieren nämlich den Transport und die Lagerung von Waren jeglicher Art. Egal ob das Lebensmittel, Rohstoffe, Medikamente, Tiere, Maschinen, Kunstwerke, Elektronikteile oder Möbel sind. Alles das, was transportiert werden kann, wird auch irgendwann transportiert. Und die Speditionskaufleute sind diejenigen, die diesen Transport organisieren. Stark zusammengefasst sorgen Speditionskaufleute also dafür, dass all diese Waren rechtzeitig und auch zu möglichst geringen Kosten den Empfänger erreichen. Dabei achten sie auf verschiedenste gesetzliche Bestimmungen, wie beispielsweise das Fahrpersonalrecht, das die Lenk- und Ruhezeiten für die Fahrer regelt, Zollbestimmungen, Arbeitszeitgesetze und das Güterkraftverkehrsgesetz. Neben der klassischen Organisation haben Speditionskaufleute aber auch beratende Funktionen, die sie vor allem im Kundendialog einsetzen. Hier geht es zum Beispiel um die Frage des Verkehrsträgers, also die Entscheidung, ob die Sendung auf der Schiene, der Straße, per Luft oder See transportiert werden soll. Und nur so am Rande, jeder einzelne Verkehrsträger hat seine eigenen gesetzlichen Bestimmungen. Aber zurück zum Thema. Die Wahl des Verkehrsträgers richtet sich natürlich nach dem Transportgut, der Transportstrecke, der Dringlichkeit und natürlich, wie das Budget des Kunden aussieht. Umzüge auf einen anderen Kontinent beispielsweise werden zumeist aus Kostengründen mit dem Schiff befördert, während dringendes medizinisches Equipment eher per Luftfracht transportiert wird, da es um ein Vielfaches schneller am Empfangsort sein muss. In beiden Fällen jedoch übernehmen LKWs die Auslieferung der Waren zum Endkunden. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage der Verpackung, also wie muss die Sendung verpackt werden, damit sie die Strapazen des Transportes sicher übersteht. Anhand dieser Angaben kalkuliert der Speditionskaufmann selbstverständlich auch direkt das Angebot und unterbreitet es dem potenziellen Kunden in der Hoffnung, den Auftrag zu erhalten. Auch um eine etwaige Transportversicherung kümmert sich der Spediteur und schließt diese im Auftrag des Kunden mit dem Versicherungsgeber ab. Kommt es während des Auftrags trotz einer angemessenen Verpackung doch mal zu einem Transportschaden, kümmern sich Spediteure um die Reklamationen und bearbeiten die Schadensmitteilungen, indem sie den Schaden regulieren. Wie man sehen kann, ist der Beruf des Speditionskaufmanns sehr abwechslungsreich und umfasst ein großes Spektrum von Tätigkeiten. Dabei hat er in der Regel Kontakt mit Kollegen, Kunden, Vorgesetzten, Fahrern, Lagermitarbeitern, Lieferanten und anderen Dienstleistern. Speditionskaufleute arbeiten nach ihrer 2,5- bis 3-jährigen Ausbildung bei Kurier- bzw. Paketdiensten, Speditionen, Industrie- und Handelsunternehmen mit eigener angeschlossener Logistik, Reedereien und Frachtfluggesellschaften. Man kann also nicht behaupten, dass es hier an Arbeitgebern fehlt. Schauen wir uns nun mal zusammen an, was Spediteure eigentlich verdienen. Laut Gehaltsvergleich.com liegt das durchschnittliche Gehalt eines Speditionskaufmanns bei 2783 Euro. Dabei handelt es sich um ein Durchschnittsgehalt. Das bedeutet, dass selbstverständlich Abweichungen nach oben, aber auch nach unten möglich sind. Die Spanne, die dabei angegeben wird, liegt zwischen 1950 Euro als Mindestwert und 4000 Euro als Maximalwert. Aber nur mal zum Vergleich, ein Versicherungskaufmann verdient in der gleichen Statistik im Durchschnitt
2.827 Euro und damit rund 50 Euro mehr. Ein Bankkaufmann liegt bei einem Durchschnittsgehalt von 3.068 Euro und ein Bürokaufmann bei 2.317 Euro. Der Industriekaufmann kommt im Durchschnitt auf 2.544 Euro. Laut dieser Internetseite befinden sich Speditionen damit in einem guten Mittelfeld, was auch insbesondere am Fachkräftemangel in der Logistik liegen mag. Und bevor wir nun zu meiner persönlichen Einschätzung kommen, möchte ich gerne vorab mit euch mal die Vor- und Nachteile dieses Berufs besprechen. Lasst uns mit den Vorteilen beginnen. Zunächst sei gesagt, der Alltag eines Spediteurs ist sehr abwechslungsreich. Das hat man an den Tätigkeiten und Aufgaben eben schon gesehen. Neben den eben genannten Tätigkeiten kann es aber auch passieren, dass ein Spediteur ins Lager geht, um dort einen LKW mitzubeladen, wenn dort Not am Mann ist. Oder aber er begleitet einen wichtigen Transport. Darüber hinaus muss man sagen, ein weiterer Vorteil dieses Berufs ist die wachsende Branche. Die Logistik unterliegt nämlich einem stetigen Wachstum, was auch die Mitarbeiterzahlen und der Umsatz der Branche zeigt. Ich verlinke übrigens hier an der Stelle mal das Video, was ich über die Logistik erstellt habe. Durch das stetige Wachstum haben wir aus meiner Sicht hier einen extrem zukunftssicheren Job. Und durch den Fachkräftemangel, der jetzt gerade in der Logistik herrscht, angefangen von den Fahrern, aber bis hin zu den Speditionskaufleuten, denke ich, dass sich in Zukunft deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten in der Logistik ergeben werden. Selbstverständlich haben wir auch Nachteile des Berufs. Der Alltag eines Speditionskaufmannes ist sehr oft stressig. Wer also eine ruhige Kugel schieben möchte, für den ist der Job sicherlich nichts. Darüber hinaus kommen die unregelmäßigen Arbeitszeiten. Die Work-Life-Balance ist in diesem Job leider eher unterdurchschnittlich. Das liegt einfach an der Branche und am Beruf. Stellt euch vor, kurz vor Feierabend ruft ein LKW-Fahrer mit einer wichtigen Ladung an und hat einen Schaden am LKW. In diesem Moment ist der Feierabend hinüber und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr einige Stunden noch beschäftigt seid. Zu guter Letzt hätten wir dann noch das Thema Schichtarbeit in der Spedition. Nun ist es für einen Kaufmann nicht üblich, dass er in mehreren Schichten arbeitet, das heißt beispielsweise in einer Früh-, Spät- und Nachtschicht. In einigen Speditionen ist es aber gerade in der Disposition, das heißt in der Planungsabteilung, durchaus üblich, dass in einem Dreischichtsystem gearbeitet wird. Dies wird einem Bankkaufmann oder einem Versicherungskaufmann vermutlich eher nicht passieren. Ich muss aber dazu sagen, dass dies nicht bei jeder Spedition der Fall ist. Ich will aber auch so ehrlich sein und euch sagen, dass dies durchaus passieren kann. Unterm Strich muss jetzt natürlich jeder selbst entscheiden, ob für einen die Vor- oder die Nachteile überwiegen. Das ist natürlich eine persönliche Präferenz. Zum Abschluss möchte ich aber nochmal meine persönliche Meinung mit einbringen. Schließlich habe ich den Beruf auch gelernt. Ich habe es unterm Strich wirklich nie bereut. Sicherlich gab es Tage, an denen viel schief gelaufen ist und wo es auch mal länger im Büro wurde. Auch mal viel länger, das möchte ich gar nicht verschönigen. Aber das Gefühl, wenn die Sendung dann doch noch angekommen ist und man einen überglücklichen Fahrer oder Kunden am Telefon hat, der sich überschwänglich bedankt, dass es trotz den Problemen doch so gut funktioniert hat, hat mich persönlich auch an harten Tagen mit einem Lächeln nach Hause geschickt. Fakt ist, der Spediteur hat eigentlich niemals Langeweile und wenn er nach Hause kommt, hat er auch immer irgendetwas zu erzählen. Wer also Lust hat, wirklich etwas zu bewegen, Spaß am Umgang mit Menschen hat, gerne komplexe Probleme löst und dabei einen kühlen Kopf behalten kann, dem würde ich empfehlen, sich diesen Beruf wirklich näher anzuschauen. Wer darüber hinaus noch ein gutes Wissen an Geografie und Mathematik hat und dabei noch gut Englisch spricht, dem würde ich persönlich diesen Beruf nahelegen. Aus meiner Sicht werdet ihr es nicht bereuen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal doch und aktiviert die Glocke, damit ihr direkt Bescheid bekommt, wenn es das neueste Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.